präsentieren die Projekte in der Kategorie Nutzerkreis erweitern im intermodalen Mobilitätssystem. Oberstes Ziel von Stuttgart Services ist es, allen Bewohnern der Region und der Stadt Stuttgart einen einfachen Zugang zu elektromobilen Angeboten zu ermöglichen. Dabei steht der Nutzen für den multimodalen Mobilitätskunden klar im Vordergrund der Betrachtung. Durch den Einbezug städtischer, aber auch privater Angebote gelangt das Zugangsmedium zur Elektromobilität unmittelbar in die Brieftasche einer Vielzahl potenzieller Nutzer. Durch das Projekt Stuttgart Services werden zahlreiche Bürgerinnen und Bürger einen unmittelbaren Zugang zur Elektromobilität erlangen und sollen über eine positive Erfahrung eine Begeisterung für diese neue Technologie erfahren. Wir stehen hier im Herzen von Stuttgart und zeigen eigentlich, was die Zukunft bringt. Hier die Stadtbahn, hinter uns die Bushaltestelle, neben mir die Fahrräder, das Elektropedelec und im Hintergrund der E-Flingster. Hier zeigt sich, wie wir uns Zukunft vorstellen, die Vernetzung der Verkehrsträger. Und die Bahn redet nicht nur davon, sondern wir haben es bereits umgesetzt und haben mit der Zukunft begonnen. Um einen nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr in Stuttgart zu gewährleisten, ist es notwendig, moderne Technologien einzusetzen, mit denen emissionsarm gefahren werden kann, Bremsenergie genutzt werden kann und mit denen man auch offen ist für die Zukunft. Und deshalb haben wir uns bei diesem Projekt engagiert und möchten die Weiterentwicklung der Busse forcieren. Mit dem E2R-Projekt wollen wir an 15 Bahnstationen Mobilität für die letzte Meile schaffen. E2R steht für Elektro-Zweirad-Mobilität. An jedem Standort wird eine attraktive Ausleih- und Abstellmöglichkeit entstehen. Dort wird mittels Photovoltaik grüne Energie erzeugt, gespeichert und geladen. Jeder Pendler kann das Ausleihpedelec auch über Nacht für 2 Euro mit nach Hause nehmen oder für 50 Cent sicher abstellen. Das Living Lab BW erforscht gemeinsam mit Fachleuten und Kommunen alltagstaugliche Mobilitätslösungen, die einen Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger haben. Im Projekt Ladeinfrastruktur Stuttgart und Region beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, wie öffentliche Ladestationen in Verbindung mit elektrischem Carsharing optimal betrieben werden können. Das heißt konkret, dass wir mit unseren Partnern gemeinsam bis Mitte 2015 Geschäftsmodelle für den Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur entwickeln werden. Dabei bauen wir auf ein landesgefördertes Projekt, bei dem wir bis Ende dieses Jahres 500 Ladepunkte bereitstellen werden. Elektromobilität im Arbeitsalltag konkret nutz- und erlebbar zu machen, das will das Projekt Charge at Work, das Daimler zusammen mit dem Fraunhofer-Institut und der Universität Stuttgart umsetzt. Dazu werden wir an 5 Standorten im Raum Stuttgart über 170 intelligente Ladepunkte installieren, an denen unsere Mitarbeiter, aber auch Lieferanten ihre Fahrzeuge ganz bequem während der Arbeit laden können. Wir generieren dabei umfassende Erfahrungen über die Nutzung von Elektromobilität im Alltag, weil wir unterschiedliche Nutzerprofile und unterschiedliche Fahrzeuge dabei berücksichtigen können. Im Projekt Integriertes Flottenladen stellen wir folgende Frage. Wie kann man Elektrofahrzeuge in Fuhrparken, zum Beispiel bei Firmen oder bei Ämtern, wirtschaftlich einsetzen? Um dies zu erreichen, erstellen wir im Projekt Managementsysteme, die unter anderem
die Betriebskosten durch eine gute Fahrzeugauslastung reduzieren und die Ladevorgänge abhängig von der Stromverfügbarkeit intelligent steuern. Die im Projekt erstellten Systeme werden in den Fuhrparken des Landes Baden-Württembergs erstmals eingesetzt.